Rötli, machen wir ein Q&A? Machen wir. Ich bin gespannt, was für Fragen kommen. Ein Kraterellenfondue mit Bärlauch. Mit dem Krütli Urs Ante. Das ist die Q&A von der Reportage im Winter mit den Berner Waldmenschen. Zwei Monate ist her, Ende Februar, als ich noch gefroren habe, in der Nacht. Und jetzt ist es wunderbar warm, es ist April. Und wir wollen über all die Fragen oder einen Teil von diesen Fragen und Kommentaren reden, die ihr gestellt habt. Der Simon, einer der Hauptprotagonisten der Reportage, ist nicht da. Er ist unterdessen aus dem Wald ausgezogen. Er hat sowieso in eine Wohnung müssen, weil er etwas im Kiefer hat, operiert hatte oder einfach einen Eingriff hatte. Er hat darum in einen geschützten Wohnraum müssen. Dort hat es ihm gefallen, in einer Sozialstiftung, in einer Zweierwege. Und dort wohnt er jetzt vorläufig. Und den Streit haben wir nicht gelöst. Wir wollen nicht da Grosses noch graben. Aber es geht ihm gut. Fangen wir an? Ja. Ado 66 schreibt oder fragt, wo sind die Waldfrauen? Der mit Frauen hier auf Platz ist das so ein Problem. Frauen haben ein anderes hygienisches Bedürfnis. Wir haben kein fließendes Wasser, also können wir nicht irgendwie eine Duschzelle oder eine Badeanstalt aufziehen. Als Mann bist du das gewöhnt, schon spätestens wenn du in die Terrasse gehst und zwei Wochen lang mit der gleichen Hudel auf dem Feld rum. Du stinkst wie ein Iltis und hockst gleich in die Beine, sicher noch trinkst ein Bier. Frauen haben mit dem ein Problem. Marianne Senn fragt, danke für die Fortsetzung. Ich habe mich gefragt, wie, wo die Waldmenschen im Winter und auch sonst duschen, sich waschen und hat es Komposttoiletten oder wie löst ihr das Problem? Also ich zuerst mal duschen und dann wetzen. Was du zuerst wissen? Also ich gehe bei meinem Sohn duschen, der hat die Wohnung. Und nein, wir haben nicht irgendein WC-Kabindli oder eine Ökotoilette. Das liegt auch eine fehlende Rechtssicherheit, viel Geld in die Finger nehmen, für so eine Toilette zu tun. Und nachher sagt irgendwieder jemand, wir dürfen dann gleich nicht hier sein, das macht keinen Sinn für uns. Wir sind entweder auf Latrinen, natürliche Latrinen, umgekehrten Baum. Du machst dort ein Zeitchen drin, tust es schön decken und lässt das zwei, drei Jahre lassen. Kompost werden, eigentlich als eben wieder Natur. Also, das ist ein natürlicher Kreislauf. Von dem her geht das gut. Es hat jeder sein eigenes Plätzchen, wo er das macht. Ja. Und von dem her gibt es da auch keine Wartezeiten oder so etwas funktioniert. Jonas Weber fragt, mich würde interessieren, wer bzw. die Tierarztkosten bezahlt werden. Das kann ziemlich schnell ins Geld gehen. Du hast bist einzig mit dem Namen? Haben wir Gott sei Dank eine Gassenarbeit hier in Bern. Jetzt zum Beispiel mit der Tierarztrechnung, die ich von der Renia verziehe. Ist bis jetzt noch keine Rechnung gekommen. Höchstwahrscheinlich hat die Tierärztin im Tierspital, die hat das schon angetönt bei der Aufnahme, die wir miteinander geredet haben, dass es Vereine gibt, die Geld spenden, die solche Rechnungen übernehmen. Eben, wenn ich sonst mal zum Tierarzt muss, kann ich mich bei der Gassenarbeit anmelden. Da kommt jeden ersten Freitag im Monat kommt eine Tierärztin, die eigentlich Bühne gratis macht. Du zahlst eigentlich nur die Medikamente. Also wenn ich den Hund muss impfen muss, kostet mir das zwischen 25 und 35 Franken. Die Bütze ist gratis. Yes. Ah. Schön gibt es so Angebote. Ja, ja. Kommentar von Dario Sagut. Müssen Sie die Steuererklärung machen? Können Sie abstimmen? Wie läuft es mit der obligatorischen Krankenversicherung? Wie erhalten Sie die Post? 4 Fragen. Steuererklärung? Durchmissbehördentrauma, ich muss auf das Thema zurückkommen. 18 Jahre keine Steuererklärung, immer eingeschätzt worden. Das hat mich etwa 200'000 Steine mehr Steuern gekostet. Abstimmungsmaterial bekäme ich noch, weil ich aus einzigen noch eine CO-Adresse habe. Interessiert mich aber in dem Sinn nicht, weil ich weiss, wie mit diesen Initiativen ist umgegangen worden, wo sie angenommen oder abgelehnt wurden. Es ist gar nicht im Interesse. Nicht mehr gross, nein. Ja. Vor allem auch bei den Wahlen. Es hat in jeder Partei irgendwo ein Thema, das mir gefällt. Aber für mich ist jede einzelne Partei durch die Gesamtausrichtung aus bestimmten Gründen auch nicht wählbar. Und irgendwann habe ich es aber aufgegeben, weil ich ja
aus dem ganzen System heraus mich plagt habe gefühlt. Also, warum soll ich mitmachen? Das heisst, ihr habt keinen Briefkasten mehr, keine Adresse? Ich habe seit etwa 10 Jahren keinen Briefkasten mehr. Ich bekomme kein Abstimmungsmaterial, kein Steuermaterial. Ich habe seit 10 Jahren kein Betreibungslabel mehr gesehen. Ich habe mich abgemeldet bei Schweiz AG. Ich habe mit ihrer Bürokratie eigentlich de facto nichts mehr zu tun. Ausser das, was sie mir von außen noch irgendwie unterjubeln wollen. Das ist das Einzige, was sie noch können, ist, mich mal in die Kiste zu tun. Aber eben, aber dann können sie dann auch nicht einen Brief schreiben, hey, komm in die Kiste. Das heisst, die können dich holen. Nein, da kommt der Zivilfahnder vorbei. Liebe Grüße an die Presse, ganz coole Giele. Die sind richtig toll menschlich, okay. Mit denen kannst du reden. Kommen am Donnerstag vorbei und du fragst, ja, wie lange muss ich? Ja, 3 Tage, so schicken. Muss ich mitkommen oder kann ich noch morgen Gas Geld verdienen, dass ich noch Tabak etc. und schaue, dass ich jemanden für einen Hunger habe? Ist kein Problem, kommst du am Morgen. Okay. Ja, soll ich auf die 9 kommen? Nein, kommst du erst auf die 10, wir sind dann noch auf die 9. Das sind coole Jungs, das sind richtig coole Jungs. Bleibt noch keine Krankenversicherung? Wie habt ihr das gelöst? Ich zahle gar nicht mehr. Wir zahlen seit etwa 10 Jahren keine Prämien mehr, weil wir es nicht einsehen, in ein krankes System noch Geld reinzupumpen. Zu pumpen. Ich zahle gerne wieder meinen Beitrag, wenn wir eine Gesundheitskasse haben. Aber du hast dich noch versichert? Ja, aber einfach schon lange einfach nicht mehr gezahlt. Aber versichert bin ich schon noch. Das ist ja obligatorisch. Ja. Kannst ja nicht ohne. Ich kann dich ja nicht rausschmeißen. Nein, nicht mehr. Das heißt, du hast auch eine Versicherung, Grütli? Ja, versichert? Ja, klar, ich habe ganz normale. Dank der Frau Dreifuss bin ich genau gleich wie jeder andere Krankenkasse versichert. Ich zahle einfach seit 10 Jahren keine Prämien mehr. Also ist echt Schuld über die Krankenkasse? Das ist mir so egal. Ja, ja, nein. Ich kann Kinder anstellen. Ja, nein, also rausfinden. Wie ist es bei dir weitergegangen in den letzten 2 Monaten? Du hast gesagt, du willst dein Gassenabitur machen. Ja. Steht jetzt gerade wieder an und dann auch in der Regelmässigkeit. Also, aber jetzt bist du schon mal in Gas gegangen? Ich war einmal, ja, und habe die ersten Erfahrungen gemacht. Also, und? Ja, ein bisschen spät gekommen, die guten Plätze waren weg, das ist die erste Erfahrung. Also, da muss ich um 6 Uhr auf und seit mir statt sein, seit mir halb 8 Uhr spätestens, muss dort sein. Da hast du dann eine Front. Bern kennen es, eine Front probiert, dort hockt man aber zu weit von den Leuten weg. Ja. Sie tun nicht gerne abbiegen zu einem, aber wenn sie nicht durchgehen, ist entweder mal ein 50 oder ein paar Münzen sind drinnen. Also, wie ist es emotional gegangen? Ist ein grosser Schritt irgendwie nicht? Mal, die erste halbe Stunde habe ich mich irgendwie ganz ungewohnt eigen gefühlt. Ich dachte, shit, oh mal, was soll das? Und habe dann aber auch gemerkt, dass zu vertellen Leuten einfach auch anständige Blicke kennst. Eine hat mich angelächelt, hat nach ihrem Handtäschchen beim Velo genuscht, da ist mir dann ein 5 Liter in ein Ding für ein Brot oder so. Und hat mich auch angesmeilt, also die Freundlichkeit dort, das hat mich aufgestellt. Das tut mir das Herz auf, das finde ich schön, das finde ich toll. Dort geht es nicht um Geld oder so etwas, sondern man wird wahrgenommen, ja. Man wird angeschaut und nicht beschämend weggeschaut oder irgendwie so. Also. Mick Joe schreibt: Als Obdachloser gibt es nur Obdachlosenunterstützung. Das ist 100 Franken pro Woche. Klar, dass er keine Sozialhilfe bekommt und recht ist es auch. Also er meint der Urs, aber die Aussage stimmt natürlich nicht. Es gibt nicht für einen Obdachlosen oder auch für sonst niemand 100 Franken pro Woche. Das ist auch nicht in der Schweiz, das habe ich auch nachher kontrolliert. Das wüsste ich schon lange, da wäre ich schon lange die Hohle hängen machen. Genau, jeder kann Sozialhilfe beantragen und wenn die das Gesuch prüfen und sehen, der hat finanzielle Nöte, bekommt er den Grundbedarf gedeckt, etwas weniger als 1'000 Franken plus Krankenkasse und die Mietkosten, oder? Ja, so. Wenn die Wohnung nicht zu teuer ist, ja, sonst musst du noch zügeln. Ja. Genau, es gibt Auflagen, dann muss man nachkommen. So. Ja. Aber das ist etwa der Rahmen, den man sich in der Schweiz... Ja, genau. Und das ist für alle gleich. Ja. Yes. Der nächste Kommentar, Schreiberin schreibt: Merci vielmals für die geile Doku. Mir würde es mega interessieren, wie sich die einzelnen Bewohner ihre Zukunft vorstellen und ob sie jemals wieder zurück in die Gesellschaft wollen und falls ja, unter welchen Bedingungen. Vielleicht jeder für sich kurz, haben wir verschiedene Antworten. Ich bin für links an. Ich bin aus dem System draussen, aus einer Wohnung draussen. Ein Bein ist immer in der Gesellschaft, die kommt ja da. Kommt auch daher.
wieder in eine Wohnung. Früher oder später denke ich, wenn es meine Dinge die plötzlich putzt, wird irgendwann der Moment kommen, wo ich entweder das Gefühl habe, es muss jetzt aus irgendeinem Grund sein, oder mein Körper macht nicht mehr mit. Das wäre ein Grund, für in eine Wohnung zu gehen. Aber solange es mir gut tut, möchte ich es im Moment so belassen. Und ich plane auch nicht weit. Also die Welt ist in Aufruhr. Ich plane so wenig wie möglich im Moment. Es geht mir gut dabei. Ja. Ante? Ja, so wird auf jeden Fall. Also ja, nicht vor, wieder in eine Wohnung zu gehen, weil es mir einfach hier draussen viel besser geht. Ich bin nicht eingesperrt in einem viereckigen Kübel, der noch mit WLAN strahlen und weiss der Teufel, was alles für Strahlen durchgehen. Da bin ich lieber hier im Wald. Aber denkst du manchmal an das Alter? Mit mehr Gebrechlichkeiten, weniger Mobilität? Ich denke noch gar nicht so weit. Ich lebe nicht mit und nicht im Morgen oder im Übermorgen. Rütli? Für mich kommt im Moment eigentlich gar nichts anderes in Frage. Es ist die beste Entscheidung, die ich ever getroffen habe. Mein Leben so mit einem Minimalstandard zu führen, um mich viel, viel wohler dabei zu fühlen, als dass ich je schon mal eins können. Und solange es mir meine Gesundheit zulässt und ich körperlich und geistig fit genug bin, für das so können zu prestieren, wieso sollte ich etwas ändern daran? Ich sehe keinen Grund drin. Karin Lütti, berührender Doc, gerne mit Fortsetzung. Und Mama auch schon gut schreibt, gerne die Reihe Doku von den Waldmenschen noch weiterführen. Sehr spannend. Also der Hunger nach den Waldmenschen ist riesig und ich möchte unsere Session hier mit dem Krütli Fondue abschließen von einem Kommentar von Rochus Schmidt, der schreibt, die Kunst ist, im Lebensstrom zu sein oder im Lebensstrom zu bleiben. Das kann man im Wald, aber das kann man auch in der Zivilisation. Die Herren, merci, habt ihr die Türen noch mal aufgetan. Merci, habe ich noch mal tiefer eintauchen oder mehr als Mitreisenden. Merci für das Interesse und wir sehen uns im dritten Teil, was da irgendein ist. Ja. Merci für das Interesse. Ja. Immer schön brav walten. Okay. Nehmt ihr die Reste mal noch? Ja, klar. Ich habe noch zwei Packungen. Jesus. Das Fondue ist immer auf Lager.